Feuerwehr Großeinsatz im niedersächsischen Langenhagen. Dort steht die Lagerhalle eines Reifenhandels in Flammen. Ein Paketbote hatte am Morgen beim Abgeben eines Paketes in einer benachbarten Firma Brandgeruch wahrgenommen und schließlich den Brand in dem Hallenkomplex entdeckt. Der DHL-Bote hat Pakete zustellen wollen und hat den Qualm in der Halle festgestellt und hat daraufhin mit den Nachbarn auf dem Grundstück die Feuerwehr gerufen. Und dann war Polizei und Feuerwehr da und hat ruckzuck angefangen, hat geöffnet. Bereits nach dem Eintreffen haben wir Rauch aus dem Objekt wahrgenommen, haben die Brandstufe eben auf B2 erhöht, sodass dann eben weitere Einsatzkräfte anderer Ortsfeuerwehren hinzugeführt worden sind. Innerhalb weniger Minuten hat sich das kleinere Feuer dann eben zu einem Vollbrand der gesamten Halle entwickelt, sodass wir dann am Ende dann auf B3 alarmiert haben und nun 7 Ortsfeuerwehren zusammen mit der Flughafenfeuerwehr hier vor Ort haben. 115 Einsatzkräfte sind hier vor Ort und bekämpfen das Feuer quasi gerade von 4 Seiten. Problematisch war in der Tat die rasche Ausbreitung, das heißt, wir waren zunächst mit einem Löschzug vor Ort, bis dann eben die weiteren Einsatzkräfte hinzugeführt wurden. Verging eine gewisse Zeit, sodass wir aktuell dann eben 115 Einsatzkräfte vor Ort haben. Bis die alle vor Ort waren und dann entsprechend auch adäquat von 4 Seiten den Angriff aufgebaut werden konnte, verging eine gewisse Zeit, das ist eine problematische Situation gewesen. Zunächst war es eben so eine relativ überschaubare Lage, die sich rasch entwickelt hat und dann am Ende zu einem Vollbrand geführt hat. Die dichte Rauchentwicklung sorgte dafür, dass der Flugverkehr auf dem in der Nähe befindlichen Flughafen Hannover auf einer Start- und Landebahn beeinträchtigt war. Die Brandursache ist noch unklar. Das ist ja eine Existenz, die da gerade in Flammen aufgeht, ja. Ich weiß, dass der krank ist, dass der im Krankenhaus liegt und dass der nicht arbeitet, aber das ist ja eine Existenz, die da gerade vernichtet wird, ja. Die Feuerwehr ist seit dem Morgen gegen 9.30 Uhr im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen keine Personen zu Schaden. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.